Die Torautomatisierung wurde erweitert. Es gab hier oben leider doch Probleme mit dieser Quetschlösung, die ich vorher hatte. Deswegen ist jetzt ein Schließer da, also ein Taster, der schließt, nicht wie vorher ein Öffner. Und dieser Taster gibt einfach nur ein Signal an diesen Schaltfolgekonverter hier. Und der schaltet dann einfach nur den Motor aus. Und das ist auch nur beim Hochweg so, muss man dazu sagen. Beim Runterweg ist noch die alte Logik. Und da habe ich hier auch ein bisschen was erweitern müssen. Ein selbstgebauter kleiner Taster ist das hier vorne, wie man das sieht. Das ist eine Büroklammer. Und wenn der Roboter jetzt reinkommt, jetzt geht auch gerade das Tor runter, dann berührt diese Büroklammer ja den Taster von dem anderen Taster hier. Und dann wird einfach nur in Kontakt geschlossen. Ja, also jetzt ist das Tor gerade zugegangen. So, und wenn jetzt dieser Kontakt hier vorne mit der Büroklammer hat also den Sinn, dass dieser Schaltfolgekonverter natürlich wieder eingeschaltet wird. Denn wenn ich jetzt loslasse, muss ja das Tor auch wieder hochgehen, damit er wieder rauskommt. Und das geht jetzt natürlich so lange hoch, bis es hier unten rankommt. Und der schaltet dann einfach wieder ab. Ja, also es ist einfach nur ein Ein- und Ausschalten, kann man sagen. Also dieser Taster hier schaltet sozusagen immer aus. Und dieser Büroklammer-Taster, nenne ich ihn mal, der schaltet immer quasi ein, wenn der Roboter reinfährt. Weil wenn ich den nicht hätte, dann würde ja, wenn der Roboter quasi reinfährt und dann wieder rausfährt, würde das Tor unten bleiben, weil ich muss ja den Schaltfolgekonverter dann wieder einschalten fürs nächste Mal sozusagen. Naja, es war auf jeden Fall eine sehr große Fummelei hier. Das ist im Endeffekt eine Schraube hier, wo eine Büroklammer drüber sitzt, die dann deren Draht hier angelötet ist. Und der andere Draht ist eben hier vorne angelötet. An dem Taster eben. Ja. Ist eigentlich nur ein ganz simpler Schalter, ne? Es funktioniert jetzt auf jeden Fall besser und ich habe auch dieses hässliche Quetschen nicht mehr, was ich vorher hatte. Ja, jetzt kann der Roboter schön durchstarten.